Hallo, ich bin Markus Papst, ich bin Golf-Fitness-Trainer und du siehst einen neuen Beitrag für Golfstunde. Ein Problem, was die meisten Amateurgolfer betrifft, ist, dass die Hüftmuskulatur ziemlich feste wird. Speziell vorne der Hüftbeuger, der dann eine Hüftstreckung, aber auch eine gute Drehung nicht wirklich zulässt. Das kommt dadurch, dass ihr den ganzen Tag auf eurem Hintern sitzt, sei es im Büro, sei es im Auto oder nach Feierabend auf der Couch vom Fernsehen. Wie wir da rankommen und wie wir mit ein paar schnellen Übungen vor einer Golfrunde die Hüfte beweglich machen können, das möchte ich euch im Tipp heute zeigen. Was du für das Training heute brauchst, ist wieder ein Golfschläger, den werdet ihr alle haben, und entweder so ein Kissen hier, wie ich das habe, oder es reicht auch ein einfaches Handtuch, was du dann zweimal, dreimal faltest. Es geht darum, dass wir gleich eine gute Polsterung unter dem Knie haben. Das erste, was wir heute machen, ist, dass wir in einem knienden Ausfallschritt arbeiten. Und in dem knienden Ausfallschritt schiebst du erstmal mit deinem Becken nach vorne. Das machst du ungefähr 10 Mal. Du solltest merken, dass dein Bewegungsausmaß größer wird. Und der Zug geht etwa von dem Knie, vom hinteren Bein, bis zur Mitte des Oberschenkels, vielleicht bis ans Becken ran. Wenn du das etwa 10 Mal gemacht hast, bleibst du in dieser gestreckten Endposition. Und jetzt möchte ich, dass du auf der Seite, wo das Bein kniet, den Hintern anspannst. Gelingt dir das gut? Wenn nicht, setze einfach die Hand auf den Hintern drauf. Dann wird sie ein bisschen leichter fallen, den tatsächlich anzuspannen. Und wenn du den jetzt anspannst, schieb noch mal ein Stückchen weiter nach vorne. Hier solltest du merken, dass nach zwei, drei Wiederholungen reichen da, dass du nach zwei, drei Wiederholungen weiter nach vorne kommst und wir nochmal das Bewegungsmaß in der Hüfte vergrößern. Wenn du das ebenfalls 10 Mal gemacht hast, wechseln wir die Seite und machen den gleichen Ablauf, also erst die Dehnung, dann aktivieren vom Hintern auf der anderen Seite. Im zweiten Schritt gehen wir jetzt vom Boden weg und machen einen Ausfallschritt. Das heißt, einen ganz normalen Schritt nach vorne, wo wir mit dem Golfschläger jetzt die Arme nach oben führen und dem Golfschläger nachschauen. Dadurch solltest du die ganze Dehnung erweitern. Das heißt, du merkst von der Hüfte aufwärts über die Rippen oder über den Bauch bis an die Rippen ran einen Zug. Bei dieser Übung solltest du merken, neben dem Gleichgewicht, was vielleicht ein bisschen schwierig zu halten ist, dass sich die Bewegungsamplitude, also wie weit du in den Ausfallschritt gehen kannst, wie weit du nach oben gehen kannst mit den Armen, dass sich das verbessert im Laufe der Übung. Ganz wichtig für euch die Atmung. Also in der Position, wo ich gedehnt bin, bewusst ausatmen, da kommt man noch mal ein Stückchen weiter. Es macht keinen Sinn zu versuchen, den Körper zu besiegen. Der ist nämlich da stärker als du. Also versuche nicht mit der Pressatmung da mit Gewalt in die Dehnung reinzukommen. Mit den zwei Übungen erreichen wir, dass die ganzen Stunden des Sitzens vom Tag, dass wir die so ein bisschen rausbekommen aus dem Körper und dass du dich direkt im Golfschwung etwas freier bewegen kannst. Probier die Übung aus, lass mich wissen, wie gut das geklappt hat und falls Probleme sind, wo ich dir weiterhelfen kann. Wie immer gilt, wenn dir der Gastbeitrag für Golfstunde gefallen hat, lass es Christoph wissen. Das heißt, schenke dem Video ein Like, einen Daumen nach oben, teile das Video mit deinen Golffreunden, schreib einen positiven Kommentar, da freue ich mich sehr drüber. Ich wünsche dir viel Spaß beim Training und sag bis zum nächsten Mal, schönes Spiel.